geschafft. Okay. Ein Sieg noch, Tai, dann hast du's. Das ist ja ein anderes Zweck, sozusagen. Ja, das ist der Teil am Morgen, von dem ich gehört habe. So. Dann haben wir ja schon mal das Getriebe. Also, Big Sister, hm? Cooler Name. Er erinnert die Crew daran, dass ich in dieser Familie das Sagen habe. Außerdem legt man sich nicht unter seinem richtigen Namen mit dem Haus an. Dem Haus? Ja, wir sind auf dem Weg in den Casino-Bezirk, um ihm zu zeigen, dass sich der Riot Club niemandem beugt. Bist du dabei? Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich werde da sein. The Barrio ist meine Familie, mein Blut. Ja. Schön, dass man das auch mal so sieht. Also, Big Sister, was hat dir das Haus getan? Gewinn erstmal, dann reden wir, okay? Nächster Lauf. Nur noch ein Sieg. Warte mal, Jungs, ich will noch mal kurz neu packen. Lass das lieber aus. Für die Dauer von zwei, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, ist gut. Das ist nicht so das Zweck, was ich kenne, aber Hauptsache. Ja, verdammt! Nächster Lauf. So. Das ist die Chance! Thank you.
Es ist soweit. Letzte Runde. Perfekt geschaltet. Perfekt. So, dann gehen wir wieder 200.000. Steuergerät. Na gut. Ein Deal ist ein Deal, Tyler. Folgendes ist passiert. Das Haus hat mich gefragt, ob meine Crew mithelfen will, Rennen zu manipulieren. Kommt mir bekannt vor. Glaube ich. Ich habe dich beim Boomville-Rennen gesehen und dein Kampfgeist hat mich inspiriert. Ich sagte dem Haus, es kann mich mal. Weil das bei mir ja so toll funktioniert hat. Tja, für uns ist es ähnlich gelaufen. Die Lage ist schwierig. Red weiter. Nach dem nächsten Rennen vielleicht. Wir sehen uns. Okay, also anscheinend gab es, die halt da nicht geholfen haben. Die nicht helfen wollten, aber trotzdem vom Haus dann schon schadhaft. So. Haben wir keine anderen Fahrzeuge. Ja, da kommt dann mal. Das ist schon mal wenigstens mal eine Sache. Tracks sind nicht alles. Mal sehen, wie du dich in einem Sprint um die Stadt schlägst. Lass die Show beginnen! Ich bin Erster. Führung nimmt mir so leicht keiner mehr. Was sagt ihr jetzt? Keine Kollision. Kopf.
Leute. Also, beim letzten Mal meintest du, die Lage sei schwierig. Immer wenn wir gegen das Haus vorgehen, ist die Polizei vor Ort. Soll das heißen, das Haus besticht die Cops? Erschütternd, was? Das ist nicht mehr unsere Stadt. Niemand ist mehr stark genug, um sich zu wehren. Das ist nicht mein Problem. Mir geht's um Navarro. Na dann, bis zum nächsten Rennen. Was anderes interessiert dich ja nicht. Abhöflichst. ...3:0 für mich, Big Sister. Machen wir ein 4:0 draus? Laber nicht. Gewinn erstmal. Spaß da hinten! Oh yeah! Mal, Deutsch. Sollten mal Angst haben, die Autos mal suchen. Da haben wir dafür jetzt ein bisschen Zeit. Aber vielleicht erst in der nächsten Folge. Na dann, nächste Runde. Gefallen dir meine Rücklichter? Okay, den einen Sieg noch. Erster Platz. Schlägt niemand! Ha. Alles klar, weiter geht's. Nein, die Cops haben meine Crew im Visier. Wir müssen uns eine Weile bedeckt halten. Ach komm, lass mich nicht hängen, Big Sister. Na schön. Wir können vielleicht nicht drauf, aber ich habe trotzdem eine Herausforderung für dich. Dein nächstes Rennen fährst du gegen die Uhr. Thank you.
erzählen, das gehen wir hin. Dich erwartet die Trainingsstrecke des Riot Club. Gezeichnet. So. 233. So. 264. So, nochmal ein Rennen. Geht's dir immer noch nur um Rache? Meine Crew und ich kämpfen für etwas. Das Haus macht aus uns Racern Spielzeug, auf das reiche Leute wetten können. Wärst du ein echter Kämpfer, würdest du was dagegen tun? Mir geht's um Navarro, nicht um die Rettung der Stadt. Ich bin doch nicht verrückt. Doch, und ich werde es beweisen. An die nächste Strecke traut sich meine Crew nicht dran. So riskant. Aber ich wette, du schon. Fahr gegen mich.